So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, mal wieder ein außergewöhnliches Video. Und zwar geht es wieder um meine Sonnenpaneele. Meine zweite ist ja da. Das sind ja diese Winkel, die ich mit Baumarkt oder ja, Baumarkt geholt habe. 1,5 mm dick. Einfach nur so ein Dreieckständer. Passt wunderbar. Jetzt wollte ich natürlich meine zweite aufbauen. Wollte ich aber nicht wieder so viel Geld ausgeben. Da habe ich mir gesagt, okay, Dortmunder Hafen, mal nachfragen, ob die was haben. Und da hatten die gesagt, hinten in der Ecke liegt ein Hochregallager, kleingeschnitten. Und schaut mal, 2 mm dick. 2 mm dick. Richtig massiv. Massiver wie auf dem Baumarkt. Und richtig viele. Und zwei sogar mit Füße. Muss ich nur losmachen, könnte ich die verstellen. Perfekt. So, habe ich mir gedacht, mache ich mal mit. So, da hat er mich gefragt, was ich damit machen will. Ich sage, ein Ständerwerk für mein Sonnenpanel. Da hat er mir noch eine ganze Handvoll Edelstahlschrauben, Muttern und Unterlegscheiben dafür gegeben. Da habe ich gesagt, was kriegt er denn dafür? Und dann hat er gesagt, leg was in eine Kaffeekasse. Habe ich dann 20 Euro in eine Kaffeekasse reingelegt, weil das finde ich als fairen Preis. Ich weiß ja, was die Winkel kosten. Ich habe es ja letztes Mal im Bauhaus gekauft und die sind wirklich viel, viel dicker und massiver. Das ist, schaut euch das mal an, den Unterschied. Und auch die Stärke. Ich weiß nicht, die hier sind 2 mm dick. Also ich werde die jetzt zurechtschneiden, mir ein Ständerwerk bauen und werde mich gleich wieder melden, wie es steht. Aber wirklich, versucht es. Man muss ja nicht immer alles wegschmeißen. Wenn bei euch in der Nähe ein Schrottplatz ist, bei uns an Dortmunder Hafen bin ich vorbeigefahren, 20 Euro passt natürlich. Aber wenn ihr keinen Schrottplatz habt, ich versuche natürlich irgendwas Günstiges, sehr Günstiges unter das Video zu verlinken von diesen Ständerwerken. Aber ich werde jetzt mir auf jeden Fall zusammenbauen. Ich werde es mir jetzt zusammenschneiden und sage mal bis gleich. So, das Zusammenbauen ging natürlich ratzfatz, weil man ja wusste, wie man bauen sollte. Seht ihr? Einfach nur so ein Dreieck oder ein A ohne Strich, zweimal und unten eine Verstrebung. Und das Ganze hier, ihr könnt richtig dran wackeln, das ist richtig bombenfest. Man kann es nehmen, ihr seht, es passiert nichts. Ihr könnt natürlich, wenn ihr es auf dem Dach macht, natürlich, weil die Löcher da sind, natürlich noch dübeln, schrauben. Ganz egal, es ist richtig bombenfest. Und das lohnt sich. So, und dann die Halterung für 20 Euro kann man nicht meckern. Ich habe sogar noch welche über, werde ich mein erstes Panel nachher vielleicht auch noch verstärken, anders bauen. Aber da muss ich echt sagen, es sind zwar Restposten, aber 20 Euro so stabil und massiv. Mega cool. Und dazu die Edelstahlschrauben passt. Aber weil ich diese Paneele nicht nebeneinander stellen will, ist mir was viel teureres, was ich ausgeben musste, nämlich das passende Verlegungskabel dazu. Natürlich von das Lächeln. Muss man jetzt so aufmachen. So, Zettel raus. Ich habe mir dieses hier besorgt. Einmal 10 Meter rot, einmal 10 Meter schwarz, natürlich massiv. Es gibt natürlich auch beides in schwarz, etwas dünner. Aber ich finde, wenn man zu Hause was macht, sollte man auf eine Stufe sicher gehen. Welches Kabel das ist, verlinke ich euch natürlich auch unter ein Video. Also wie gesagt, das Kabel, die Verlängerungskabel 2x10 Meter haben gekostet etwas über 50 Euro. Das Gestell 20, 70 Euro und ich kann jetzt wieder variieren, wo ich will, 10 Meter weiter weg von den Wechselrichter. Ich finde das mega cool. Ihr schreibt mir natürlich jetzt in die Kommentare, wie ihr das findet, mit so Restwinkel sowas zu bauen und ist wirklich total massiv. Massiver wie die Winkel, die ich aus dem Baumarkt geholt habe. Deswegen werde ich sie verstärken. Ihr schreibt mir natürlich jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Wie gesagt, das Kabel war teurer, aber dafür in Deutschland zugelassen und mit mehr Volt und Power. Und ihr wisst, was ich meine, verlinke ich euch unter dem Video. Irgendwas von dieser Gestelle, falls es bei euch keinen Schrottplatz gibt, werde ich auch was verlinken. Unter 50 Euro auf jeden Fall
guckt nach, was ich finde, aber nichtsdestotrotz jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Ich kann das jetzt Ganze erstmal zusammensetzen und sage mal, vielleicht bis morgen, bis ich dann ein Update mache, weil ich dann zwei Paneele habe, und sage wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.